Morgen. Morgen. Frau Schumacher. Beste. Was hast du denn vor? Was ich vorhabe? Ich habe heute vor, das Unterrichtssystem zu revolutionieren. Sie müssen zugeben, der Unterricht hier an der Schule ist nicht wirklich immer spannend und die Schule geht sowieso immer viel zu lange. Ja. Also habe ich überlegt, wenn man es schafft, in kürzerer Zeit mehr Stoff unterzubringen, wäre allen geholfen. Klingt gut. Und wie genau hast du es vorgestellt? Hey Jungs, ihr habt nicht ernsthaft Ziegen mit in den Unterricht gebracht. Ja, das ist Unterrichtsmaterial. Wir haben heute eine Sondergenehmigung. Das ist alles geklärt. Außerdem tun die gar nichts. Ihr wisst schon, dass Tiere im Unterricht verboten sind? Die sind stumm rein. Ja, wir haben heute auch eine Genehmigung. Alles in Ordnung. Alles klar. Kann ich dann jetzt anfangen? Ja, bitte. Okay. Also, ich habe nur überlegt, dass man vielleicht zwei Unterrichtsfächer kombinieren könnte. Und der Film hier, das gute Stück, das ist so eine Art Romantic Comedy. Aber lehrreich. Film ab. Also das als Romantic Comedy zu bezeichnen, ist schon ein bisschen over the top. Wir machen Sexualkunde und Englisch auf einmal, das ist doch perfekt. Ja. Und außerdem, die Filmchen hier haben immer ein Happy End. Wir haben ja aber jetzt Kunstunterricht und deswegen gehst du jetzt auf deinen Platz. Ich auf meinen Platz? Moment mal, ich bin hier der Lehrer, okay? Leonard Abmarsch, komm. Boah, Sie haben doch gar keinen Sinn für Romantik. Ihr wisst, das Frauenbild in solchen Filmen ist nicht das Beste und damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja klar, dass Leonard nur provozieren wollte. Und ist ihm ehrlich gesagt auch gelungen. Ich bin jetzt mal gespannt, was die anderen vorhaben. Rosa? Frau Schumacher, darf ich einmal auf Klo bitte? Klar. Das ist eine super Idee. Man kann dich da gleich noch waschen, denn du stinkst. Also, ich rieche hier auch sowas, aber ich glaube, das sind nicht die Ziegen. Ja, du. Ich bin echt gespannt, was Jenny so im Unterricht erlebt hat. Ja, vielleicht wurde sie wieder eingesperrt. Solange wir die braucht. Da ist sie. Hey! Und wie war's? Hey, Leonard hat meinen Unterricht gemacht. Oh. Und er hatte die wunderbare Idee, zwei Fächer zu kombinieren, indem er einen Erotikfilm zeigt. Ist ja eine nette Idee, aber vielleicht nicht die beste Umsetzung. Ja, ganz ehrlich, nur weil er der Sohn der Direx ist, glaubt er, der kann sich alles erlauben. Ah, ich wäre da vorsichtig. Du hast doch die Steinmeier gestern Abend selber gehört. Am Ende des Schuljahres soll er die Schule verlassen. Wegen dieser Nummer mit Dietrich und Lisa. Ja, ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was Marvin und Tobias mit diesen Ziegen vorhaben. Oh, ich auch. Oh mein Gott. Hallöchen. Herr Dossmann. Hi. Wir bräuchten mal den Schlüssel für den Chemieraum. Also ihr wollt den Schlüssel für den Raum, wo unfassbar viele brennbare Stoffe lagern, womit ihr die ganze Schule in die Luft jagen könntet? Genau. Ja, Marie hatte eine super Idee für den Unterricht, also. Genau. Ja, sorry, gerade nicht. aber mal im Ernst, was habt ihr vor? Ja, Herr Dossmann, wir sind Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Heute sind wir die Lehrer. Ach so. Okay, so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, könnt ihr mal drüber nachdenken. Ist ein ganz interessantes Experiment auch. Nehmt ernst, ihr wisst doch, wie das läuft. Wenn es hart auf hart kommt, machen wir das dann. Komm, dann machen wir es in der Klasse. Zwar nicht so cool, aber geht auch. Irgendwie habe ich kein wirklich gutes Gefühl bei dem, was Maria und Lukas da vorhaben. Ich meine, ich habe schließlich mit den Unterricht jetzt. Ich dachte, es brennt. Nee, okay, können wir mal bitte ein Fenster aufmachen? Nee, das war nur die Nebelmaschine. Aber die Fenster müssen zubleiben fürs Experiment. Okay, und wozu braucht ihr jetzt eine Nebelmaschine? Naja, mein Unterrichtskonzept. Show. Okay, ich hatte eigentlich genug Aufregung für einen Tag, aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt schon gespannt, was ihr hier vorhabt. Also dann, machen wir. Hinsetzen und lernen. Ja, ich guck mir das erstmal von dir an. Also, mein Unterrichtskonzept. Alkohol. Wow. Was kann er? Wie viel vertragen wir? Eine Menge. Naja, auf jeden Fall bin ich auf diese glorreiche Idee auf der Klassenfahrt gekommen. Aber wir gehen das natürlich alles wissenschaftlich an. Alles gut herausmachen. Und zwar wird mein Assistent jetzt Wodka-Mischung verteilen. Wir exen das Ganze und dann messen wir das Ganze. Sehr gut. Also locker 2-0. Ja. Shots für alle. Alle Reagenzgläser zurück, keiner trinkt. Oh, hey, los. Komm, Marvin. Das erste Mal mochte ich dich schon. Ich finde, das vom Ding her ist ja eine gute Idee. Show und Unterricht zu vereinen. Aber das kannst du mir schon mal geben, Lukas. Aber
So nicht. Ganz ehrlich, bei mir im Unterricht wird nicht getrunken. Experiment gescheitert, setzt euch mal hin. Danke, Lukas, Maria. Leute, das Thema Alkohol hatten wir doch schon auf der Kursfahrt. Ja, deswegen ja. Soll ich das Fass nochmal aufmachen? Das hat Auswirkungen, die könnt ihr euch jetzt noch nicht vorstellen. Was sagt er und hat eine Bar? Ja. Nehmt ernst, Leute, gerade in eurem Alter ist das nicht zu unterschätzen. Wisst ihr, dann schlagt ihr euch nachher mit 50 mit frühzeitiger Demenz rum. Habt ihr da Bock drauf? Ja, Mann. Ja. Im Ernst, Leute. So geht es nicht. Tatsächlich ist es ja keine schlechte Idee, Show und Unterricht zu verbinden. Denn Lernen soll ja auch Spaß machen. Aber Spaß geht auch ohne Alkohol.